herzlich gegrüßt zu einer weiteren Folge hier in diesen unheimlichen Ruinen. Ich habe ja den größten Teil mit Prampek hier eliminiert, die ganzen Untoten und so, aber es gibt ja noch eine kleine Fraktion, die sich hier, genau hier gegenüber noch aufhält, der Magier. Und da will ich doch mal versuchen, ob wir da irgendwie was reißen können. Ich weiß, dass da ja auf jeden Fall hier noch irgendwo so ein Skelettschütze hängt. Da hinten ist er ja zum Beispiel schon mal. Da machen wir mal eine Zwischenspeicherung. Dann schauen wir mal, ob wir aus der Entfernung, wo ist er denn? Da ist er, kriegen können, ohne dass der Skelettmagier aufmerksam wird. Ah, die kriegen wir. Mal gucken, trifft er mich denn auch auf die Entfernung? Das wäre natürlich blöd. Wäre suboptimal, aber das ist jetzt passiert. Dass er den Kürzeren gezogen hat. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele hier drin sind. Gucken wir doch mal eben kurz rum. Gibt es denn hier noch einen Zugang zu diesem Gebäude? Ich will das natürlich in dieser Folge natürlich sofort erledigt haben, weil... Gucken wir noch mal kurz ins Logbuch. Erfüllte Mission, unheimliche Ruinen. Nachdem der untote Troll zur Strecke gebracht worden ist, habe ich Prampek mitgeteilt, dass unser Ausflug bei der Ruinenburg beendet werden kann. Er war ziemlich beeindruckt und das soll schon was heißen. Parallel dazu läuft natürlich auf den aktuellen Prampek will ins Lager und ich soll ihn zu Nemrosch bringen im Lager. Okay, das ist jetzt das. Da kommen wir jetzt nicht. Da oben ist einer. Da oben ist er. Da ist er. Große Frage, wie machen wir das jetzt? Kurz überlegen. Dann schauen wir doch mal, ob wir erstmal ein Unwetter generieren. Aha. Auf jeden Fall ist schon mal was passiert. Versuchen dann hier reinzukommen. Kommen wir denn überhaupt hier rein? Wir kommen hier rein. Aha, da hinten ist noch einer. Und ich hoffe, dass ich dann halt eben ein bisschen was machen kann, indem ich hier hochgehe. Ganz fix und fix und fixer und immer fixer. So, und hier geht's nochmal hoch. Oh, ein Himmelbett. So. Und noch ein paar Sprüche hier. Steintafel des Armbruststützen. Kann ich eh noch nicht lesen. Schauen wir mal. Ich speichere mal dazwischen. Dann sehen wir uns mal vorsichtig um. Ah! Der ist hier ums Eck, Leute. So eine Sau. Ja, dann mache ich das doch wieder mal, ja, indem ich ihn einfach mal schnell und fixer. Mist, dieser blöde Ring ewig. Naja, das ist... Okay. Ich versuch's einfach mal. Oh Mann. Okay, dann haben wir auf jeden Fall gepackt. Mit ein paar Schmerzen. Das ist natürlich doof. Okay. Speichern. So, wieder ein bisschen was gegessen. Wenn mich nicht alles täuscht, dann war hier... Ist da eigentlich... Da müsste auch noch einer sein. Irgendwo da in der Nähe. Wer denn? Irgendwo von hier oben. Ach, das ist jede Menge. Ja, die sind im Stehkonvent. Gucken wir, Anwärter. Boah, superklasse. Sollte man auch nicht nur essen im Off, sondern auch ein bisschen was trinken. Boah. Schauen wir mal, wie sie fallen. Klappergerüste hier. Das sind ja jede Menge Magier. Wieso bleiben die alle heile? Was war denn das? Haben die sich selber geheilt? Kann es das gewesen sein? Ich glaub's ja jetzt nicht. Also, das sah nach Selbstheilung aus. Also, als hätten sie sich selber geheilt. Das macht mich jetzt wieder völlig irre. Gucken wir mal hier. Tatsache, Tatsache. Ja. Okay.
Der bleibt noch. Da spannt, da ist ja noch einer. Na? Komm. Ich will wissen. Wird nichts angezeigt. Sehr komisch. Das heißt, ich müsste mal Risiko machen. Dann müssen wir es mal wagen, direkt zu natzen. Da stehen. Okay. In der Hoffnung, dass sie angeschrammt sind. Okay. Okay. Wow. Er wollte sich noch eben regenerieren, glaube ich, der Magier. Untoter Magier. Jawohl. Was haben wir noch? Noch einen untoten Magier. Steintafel der Magie. Okay. Buch des Wissens. Oh, das müsste man auch nochmal gucken. Ob wir das hinkriegen. Also so viele Magier hier auf einen Streich. Lehrbuch der Magie. Was haben wir alles gehabt? Also die Bücher müssen wir eben gleich mal nochmal durchlesen. Und mal oben drauf ist was. Nein. Doch, da war noch was. Arcanum Golem. Oh, war ja Arcanum Golem. Und mal gucken, ist hier noch was? Kann natürlich sein, dass dann nur das angezeigt wird, wenn man weiter weg ist. Arcanum Golem. Dann werde ich mich nochmal regeln. Ah, hier ist noch ein Buch. Ständer. Okay. Nein, 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 nein. Okay. Dann regeneriere ich mich und dann lesen wir die Bücher mal kurz an. So, ich habe schon mal hier das Buch des Wissens angepeilt. Lernpunkte plus 2. Verstehe. So, Logbuch von Greg. Gucken wir mal weiter, was wir da noch finden. Arcanum Golem 2. Arcanum Golem 2, Eisgolem, die Steingolems verwandt sind. Das kann man ja alles im schönen Pausenmodus durchlesen. Ja, hier geht es um die Gefährlichkeit der Golem. Golems. Ja. Und da war noch ein Buch, bevor ich hier weitermache. War das das Lehrbuch der Magie? Verstehe. Okay. Okay, dann war es das für diese Buchgeschichten. Gucken wir mal weiter. Vielleicht sollte ich auch noch mal abspeichern, bevor ich in die andere Richtung gehe. Schauen wir mal, wo wir hier weiterkommen. Ein dürrer Baum. Und hier Bolzenpaket mit 30 Bolzen. Auch schön. Und hier ist dann wohl Schicht. Okay. Moment. Da gibt es noch was. Irgendwo gibt es da noch was. Weiter runter wieder. So, war hier hin. Ach, hier liegt noch einer. Ist ja noch ein Skelettschütze. Hier noch mal eine Stufe mit, also eine Etage mit einer Schatulle, einem goldenen Kelch, Waffenbündel. Wozu brauche ich denn viele Waffenbündel? Ich glaube, die werden bestimmt wieder ihren Zweck haben. Okay. Jupp, jupp, jupp. Aha. Wo ist noch einer? Hier? Kann das sein, dass hier noch einer ist? Und hier so gegenüber? Meine hier noch nicht gewesen zu sein. Baby Roland, Schritte nach vorne bitte. Moment mal, da lag doch was, oder? Ne, da ist nichts. Das sind nur meine Textürchen. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Ach, da wieder. Okay. Alles klar. Und mal gucken. Stopp. Lag doch noch was da. Gehen wir wieder hier rum. Und folgen dem Weg. Irgendwo mal was. Oh, linke Hand. Nee, geht's auch nicht rum.
Oben. Nicht zu holen. Unten. Wo, wo, wo? B-O. Wo ist er? Aha. Ach ja. Dann gleich mal gucken. Wo er denn ist? Er kann ja auch irgendwo oben sein, ne? Wo ich noch nicht entdeckt hatte. Ah, da ein Skelett. Ah, ne, direkt hier vor mir. Die sind aber so. Man kann. Tja, mal gucken. Wo ist er denn? Ich kann mir vorstellen, dass er hier ums Eck ist. Direkt ums Eck. Mal ist er ums. Ja, da ist er doch. Na, na. Okay. Da kommt gleich der nächste an. So ein Mist. Glück gehabt. Aber gerade mal eben. Schnell was essen. Okay. Da ist nichts zu holen. Da haben wir nichts mehr zu holen. Dann der Typ. Oh, es dämmert schon. Ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht. Mit dem Essen. Apropos dämmern. Okay, 4.36 Uhr. Ja, hier ist das mit dem knochigen Baum. Gibt's hier noch was? Pfeil und einen alten Bogen. Rechts von mir ist noch ein alter Bogen und ein Pfeil. Gucken hier, ob es hier was gibt. Ah ja, da hinten. Oh, da ist eine Schmiede. Okay. Hier im Erker drin ist nichts. Gut, dann gehen wir mal in die Schmiede rein. Was? Jetzt werde ich schon wieder bedroht. Wo kommt denn das wieder her? Und hier oben irgendwo? Ach, da oben! Ja, okay. Da stehe ich die ganze Zeit, mampf mir einen an. Und da oben hätte mich doch der Skelett schützen lassen können. Okay. Uff, uff, uff. Glück muss der Mensch haben. So, was haben wir hier drin? Okay, das ist hier eine Schmiede, so wie es aussieht. Und eine Werkbank. Hui. Ich soll die Adeptenrüstung mal verstärken. Guck ich mal. Dann schauen wir mal, ob wir die Möglichkeit haben, eine Rüstung zu verstärken. Rüstung verbessern. So, Ritterrüstung, Crawler, leichte Nomadenrüstung. Antikenrüstung. Steht hier die Adeptenrüstung drin, damit ich auch wirklich weiß, was das für eine ist. Alte Adeptenrobe. Adeptenrobe? Hä? Was denn jetzt nun? Mann! Ist das durcheinander? Ich muss erstmal gucken, was ich überhaupt für eine Robe anhabe. So. Ende. Ich habe keine an. Ich habe ja. So, wie heißt das Ding? Alte Adeptenrobe. Okay. Also, dann wissen wir ganz genau, was wir nehmen müssen. Rüstung verbessern. Alte Adeptenrobe. Wo war sie? Alte Adeptenrobe. So. Alte Adeptenrobe verstärkt. Sehr schön. Das ist cool. Kann ich die nochmal verstärken? Vielleicht kann man sie ja zweifach. Aber das hatte ich ja. Alte Adeptenrobe. Zu wenig Rohstoffe. Aha. Okay. Dann grasen wir mal den Teil hier ab. Kühlmittel. Eisenerzbrocken. Okay. Was war denn das jetzt wieder? Klinge. Auch gut. Klinge und Amboss. Schauen wir mal. Skelettschütze, das ist ja, der hätte mich eigentlich, ne, hinmachen können. Jetzt hier. Okay. Okay, jetzt sind wir hier. Das sieht aus wie so ein Tor. Ach ja, da sind wir reingekommen, ganz zu Anfangs, ne? Okay. Also wir sind ja hier ganz zu Anfangs durch. Genau. Ah, cool. Ja, dann haben wir das jetzt hier erstmal erledigt, würde ich sagen. Ich lasse es jetzt mal, auch wenn ich was vergessen haben sollte. So, jetzt sind wir da unten. Und bevor wir auf der Suche nach Prampex sind,
Sehen wir mal unsere alte Adeptenrobe verstärkt an. 60, 60, 25. Okay. Gucken wir mal, ob wir Prampek da unten irgendwo finden. Ich hoffe, dass er da ist. Okay, abkürzen hier. Risikokalkulierung. Zack. Knapp. Ich schätze mal, dass er unten da wieder steht, wo ich mal als erstes getroffen habe. Na, wo bist du denn? Der müsste da hier beim Handweiser sein. Na, da ist er schon. Oh, der läuft schon auf mich zu. Hallöchen, Prampek, grüß dich. Ja, ich soll ihn ja zu so einem Lager bringen. Gucken wir mal, was war denn das nochmal für ein Lager? Will ins Lager. Es muss zum Großen und das mitten in der Wüste liegt. Also mitten in der Wüste. Gut. Dann mitten in der Wüste gucken. Schauen wir mal. Kommst du schön mit? Okay, ich bin ein Tucken schneller, ist klar. Oh! Da gibt es Gobbo. Ach, was soll's? Mach ich die nicht gleich hier? Goblin Reiter. Hä? Reiter? Was für Reiter denn? Goblin Krieger, mach mal das mal so. Na? Ja, okay. Was ist das? Was ist das? Ah, schon wieder der Ring. Habe ich jetzt falsch geguckt oder? Ah, nee, ich habe richtig geguckt. Was ist das? Jetzt ist man echt mal erst geschockt hier. Das sieht ja lustig aus. Mal gucken. Kann man so einzeln rauslocken? Okay, da kommt eins. Na los. Goblin Reiter. Die reiten echt auf Morrets rum. Okay, die haben wir geschafft. Kidoki. Ich sollte mal gucken, wie spät wir es haben. 6.11 Uhr. Oha. Ob ich die dann mal eben fertig machen kann. Goblin Reiter. Muss ich dann Mole Red und Reiter einzeln? Oh, Alter, sind die fett. So. Tja. Jetzt habe ich ein bisschen was gegessen und einen scharfen Pfeil geladen und hoffe, dass ich die Goblin-Reiter hinkriege. Okay. Cool. Na? Okay. Ging gerade nochmal so. Okay. Und hier auch nochmal nur Fleisch. Okay. Ich muss unbedingt was essen. Und mal auf die Zeit achten. 6.33 Uhr. Das wird echt knapp. Ich gehe mal mit dir mal ein bisschen. Sag mal, haben wir hier haben wir schon gelootet. Ich gehe mal mit dir hier hin und werde meinen Schlafsack rausholen und wieder dreimal schlafen. Das überspringe ich dann mal. Ja, es wurden doch 16 Stunden. Ja, und jetzt ist mein... wie heißt der? Prampek weg. Wo ist er jetzt wieder? Wo ist er jetzt wieder? Da ist er. Okay, er hat mich schon erblickt. Schön, dann gehen wir weiter. In Richtung mitten in eine Wüste. Ach, da sind ja noch mehr. Yep, dann gucken wir mal, wie wir die jetzt hinkriegen. Ob wir sie hinkriegen, ne? Oh, Mist. Das ist jetzt blöd. Komm. Okay. Oh, cool. Nichts abbekommen. Was stand da? Ach so. Alter! Da willst du in Ruhe was looten und dann kommen sie wieder. Da ist nicht zu holen. Ganz bekloppt an hier. Nicht zu holen. Okay, auch das haben wir geschafft. Sollten wir mal speichern. Jetzt müsste ich echt nur wissen, wo ist jetzt dieses Ork-Lager.
In welche Richtung? In welche Richtung? Wächst hier was? Fällt knöterig. Ampeg. Und noch mehr von diesen Heinis da. Ich glaub's ja jetzt nicht. Zwei von der Sorte. Oh, und der hat mich auch noch genutzt. So, das ist zu spät. Jo. Gucken wir mal weiter hier. Kriegen wir den Goblin weiter hier auch noch. Okay, haben wir auch noch hinbekommen, meine Freunde. Nicht zu plündern. Okay. Dann gehen wir mal weiter und essen mal was. Und auch hier gibt es wahrscheinlich wieder irgendwelche Peebles. Mal gucken. Noch Goblin-Reiter, okay. Weltknöterich. Okidoki. Nicht Prampek. Wieder zwei auf einmal. Mann, oh Mann, oh Mann. Waren doch zwei, ne? Sah so aus. Da ist nicht zu holen. Nee, doch nicht. Oh, kommt noch einer an. Nicht zu holen. Nicht zu holen, toll. So, da hinten ist noch einer. Was habe ich denn jetzt? Ach, einen Sprengpfeil. Ausprobieren wir wieder. Sprengpfeil funktioniert. Der funktioniert ganz gut. Sprengpfeil. So, ist das da hinten eine Oase? Ist hier noch irgendwas? Das ist. Ich hasse Wüsten, sorry, aber das Mal ist riesig groß. Ja, Prampek. Wo ist denn dein Lager? Mitten in der Wüste. Außer ein paar Heilpflänzchen. Mitten in der Wüste. Ja, wenn ich wüsste, wo die Mitte ist, der Wüste. Das wäre cool. Okay, ein paar Heilpflänzchen noch gefunden. Noch eine. Und kurz scouten. Nope. Mitten in der Wüste also. Leute, ich glaube, ich kürze das mal kurz, bis ich dann das Lager gefunden habe oder irgendwie wieder was Komisches, Sonderbares auf dem Molared reitet oder irgendwie noch was Beklopptes. Ja, wie zum Beispiel, wie heißt er hier? Feuergolem. Gucken wir mal, ob wir was mit Eis haben. Okay, ich habe die Eislanze. Mal schauen. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt habe ich nur noch einen Eislanzenspruch über. Okay, Herz eines Feuergolems. Hm. Okay, das ist Textur, ne? Ja. Ja, wo ist das? Mitten in der Wüste. Also, wie eben schon erwähnt, ich gucke mal, ob. Da hinten sieht doch was wie Lager aus. Ob noch irgendwas passiert und werde mich dann dahin? Oder ist es das eventuell schon? Ah ja, okay. Da haben wir wieder die Wüstenkrabbler da. Die Wüstenkrabbler. Krabbler, Crawler. Ja, ganz viele sind das. Mhm. Okay, schauen wir mal. Kriegen wir sie auch mal ein bisschen mit Pumpack zusammen weg. Das sind gar nicht mal so unwenige. Zwischenspeichern. So, mal sehen. Nehmen wir dich mal hier aus der Gruppe heraus. Jawohl. Wieso ist denn der so lahm? Der Sandcrawler. Hm, okay. Mal den nächsten.
Na. Okay, ich mach die jetzt im Off. So, das ist der letzte hier in der Gruppe. Und Beck nimmt Abstand. Auch schön. Okay. Okay, aber war nicht so schlimm. Ja, die Sandcrawlerches. Gut. Trotzdem müssen wir irgendwie hier raus. Und nochmal eben kurz auf so eine Anhöhe gehen, damit ich ein bisschen Übersicht habe. Und schauen wir mal, wo hier ein Orklager ist. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Aber das sieht nicht nach Orklager aus. Oder? Verfluchtes Skelett, nein. Wieder so. Ach, das sind noch mehr Ruinen. Leute, Leute. Das lasse ich erstmal außen vor. Mir ist nämlich mal wichtiger, dass wir hier das Orklager finden. Da sind aber auch Ruinen da hinten. Mitten in der Wüste soll es ein Orklager geben. Ich werde mich melden. Ja, so wie das aussieht, ist das hier ein Orklager. Sehr schön. Bockst du mir auch schön? Nicht, dass du mir wieder abhanden kommst. Danke dir. Was liegt hier? Stein. Okay. Komm her, wir müssen dich zu Nemrosch bringen. So, wer bist du? Du bist Wolok, Wolfsfell, Orkkrieger. Hm? Du bist nur ein Wachmann. Wo ist jetzt mein Pumpback? Der ist hier. Da müssen wir nach so einem wichtigen Zelt mal Ausschau halten. Ich kann mir vorstellen, dass das auch wieder so ein Ork ist, der so einen steinernen Thron hat. Das ist ein Assi. Das sind auch nur alles Assis. Oh, da hinten ist eine Standarte, eine Ork-Standarte. Das sieht wichtig aus. Oh, mit Schrein. So, ist er das? Nemrosch, da ist er. Oh, Pumpback. Nee. Ein bisschen weiter reingehen. Was war denn das hier? Teleport zu Nemroschs Orklager. Danke sehr. So, Pumpback, hier ist dein Kumpel Nemrosch. Nichts passiert bis jetzt. Okay, sprechen wir mal an. Hallo, ich. Hallo, ich bin... Was willst du, stinkender Morrer? Nemrosch hat schon genug Ärger mit euch. Also verschwinde. Das kann's nicht sein. Ich bringe hier den Ork Prampek. Hier bringe ich dir den Ork Prampek. Gut, Morrer. Er kann sogleich in die Ruinenstadt gehen. Dort braucht Gemnok noch Leute für die Artefaktsuche. Aha. Hey! Was denn für eine Artefaktsuche? Kann ich dir helfen? Na schön, Morrer. Geh zur alten Ruinenstadt Tadmor. Gemnok sollte mir dort Artefakte bringen. Ach, deswegen. Aber bisher hat dieser Nichtsnutz nichts gefunden. Gut, ich werde mal bei ihm vorbeischauen. Noch was? Okay, sonst nicht. Was hat denn der eigentlich für eine merkwürdig blaue, funkelnde Waffe dort? Das ist ja interessant. Prampek, Nemrosch will, dass du zur Ruinenstadt gehst. Alleine oder was? Ich speichere mal ab. Nemrosch will, dass du zur Ruinenstadt gehst. Gut, Mora. Prampek, geh ihn hin. Soll ich dich begleiten? Nein, nicht nötig. Diesen Weg kennt Prampek. Hier, etwas Gold für dich, Mora. Danke für deine Hilfe. Also haut er jetzt alleine ab. Nur sowas Beklopptes aber auch jetzt. Oh, hier gibt es jede Menge rohes Fleisch. Gut, okay, in diesem Sinne für die Folge auch mal wieder ein Ende. Bis zum nächsten Mal und tschüss.